Hi Leute, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Rivals mit Freezy. Hallo. So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, ihr Mühlkreis Mittelland V2 Enhanced, Junge. Ich werde verfolgt von einem von einem Unkraut vernichtenden Monster. Okay. Auf dem Feld hier. Macht mir ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Boah, Alter. Der Kai hier, der ist hinter mir her, der macht hier Jagd auf mich. Mit seinem Düngestreuer. Nicht Düngestreuer, mit seinem... Na. Bin der Idiot. Osten. So, das ganze Feld geflügt, ey. Lecco mio, muchacho. Da war der Helfer fleißig. Da war der Helfer wieder fleißig gewesen. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, wir haben eine Menge Dünger verschenkt. Ja. Also wenn die Laura dir mit so einem dicken Xerion entgegenkommt, kriegst du schon ein bisschen Angst, ey. Fuck. Ich hab keine Zeit, ey. Ich muss mal ganz kurz... Da. Ey, diese Bäume, ne? So. Was machst du mit dem ganzen Stroh, Alter? Verkaufe ich. Kaufst das Stroh? Ja. Gibt's da echt, lohnt sich das jetzt mal ohne Scheiß? Was heißt lohnt sich, ne? Das sind immer so 4000, die du da kriegst pro Ladung. Okay. Leute, tut mir leid. Was jetzt? Ich hab schon Vollbremsung gemacht, mehr ging nicht. 50, 58 Tonnen Raps haben geschoben, ey. Ey, Blitzer. Geht aber auch gleich direkt der nächste Blitzer dahinter. Das ist doch schon eine Frechheit, ey. Mal ohne Mist. Genauso wie diese Einfahrt. Das ist doch eine Frechheit. Anhänger wieder, das war doch nichts. Oder an der Stoßstange gekratzt, da passt das sehr schön. Ich würde meinen, dass vielleicht dieselbe Richtung abkriegen. Manus in die Maschine. Du sollst in die Strafkammer, ne? Du sollst in die Strafkammer. Herr Manus, bitte umgeht in die Strafkammer.
mal sein Uma freimachen, damit ich da mal eben reingehen kann. Er soll auch eh eine Strafkammer. Naja, lass die Strafkammer mal warten. Lass die Strafkammer mal warten. Meine. Was los? Alles gut, alles gut. ich wollte ganz kurz die Fahrt mit den Kühen und so bezahlen. Ja, da wären wir bei Wannsee. 300 Euro. 300 Euro überweise ich. Da. 300 Euro überwiesen. Gut, dann habe ich ja jetzt wieder einen frei, ne? Ja, ja, Sie haben frei. Dem würde ich ganz gerne beauftragen, meine Felder zu ernten. Und zwar die 53 und 48. Da ist Soja drauf. Alles klar. Abfahren tue ich selber. Ich stelle euch da einen Anhänger hin. Und ja, wenn ihr immer so Bescheid sagt, so kurz bevor ihr voll seid, dann ja, komme ich eben rum. Okay. Wie weit sieht das aus mit dem Stroh? Noch 2 Fuder ungefähr. Achso, könnt ihr dann die Felder vielleicht ansehen direkt? Ja. Die. Grüß, ich hab nur 30 Sekunden, dann wird die Strafkammer mich ficken wegen dem LU. Darf ich mal ganz schnell was vergeben? Ja, mach schnell. 51, 52 bitte ansehen. Mit? Moment. Oh Mist. Gäste. Moment. Erste. Okay. Nee. Ja. Ja, oder nee? Sojabohnen. Sojabohnen. Okay. Bitte, danke. So, Herr Breezy. Die 2744 mit Hafer, bitte. Ja. Und dann habe ich noch die 4647. Da wäre es cool, wenn ihr. Wenn ihr da Gerste drauf machen würdet. Alles klar. Weizen. Okay. Weizen. Wie immer bei Ihnen dann mit Pflanzenschutzmittel darüber? Oder? Ja, genau. Also die letzte Düngerstufe mache ich dann. Also. Ansehen mit Dünger, dann Pflanzenschutz alles hinterher klar. Und dann tue ich Dünger. Ja, wunderbar, wird erledigt. Alles klar, dankeschön. Tschüss. Wieder. Ich bin schon wieder vorbeigefahren. Oder? Ja, bin ich. Muss die Felder da loswerden. Ich fahre da immer so oft dran vorbei, das ist unfassbar.
So. Wie viel gibt denn das Feld hier noch? 46.000. Kann ich das? Falsch quer drüber. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Ganz kurze Frage, liebe Strafkammer, ich möchte nicht stören. Und wenn Sie sagen, nein, das gibt es nicht, ich wollte nur fragen, ob der Manus die, das Feld 69 kaufen möchte, weil ich wollte das gerne verkaufen. Verkaufen? Da können Sie sich gerne drüber unterhalten. Ah, okay. Möchtest du das kaufen, Tino? Sonst ich wie teuer ist denn das? Wieso, wenn du das verkaufst, kann ich es doch dann einfach kaufen, oder? Eigentlich schon, aber ich wegen Verkaufen. Ich wusste jetzt nicht, ob man da fragen muss. Ja, nee. Also wegen mir verkauf's einfach und ich würde es halt kaufen, wenn ich dann Interesse okay. habe. Ich nicht. Würde dann Feld 33 dafür kaufen wollen. Hä, hey, was willst du denn damit? Hä? Was willst du denn damit? Kaufen? Ja, aber das ist doch gar nicht deine Größe. Was hast du denn vor damit? Ansehen und abwerten? Nee. Nee. Was willst du denn draufbauen? Darf ich denn nicht? Willst du draufbauen? Was ist da überhaupt drauf? Kartoffeln. Willst du da Tiere draufbauen? Nein. Freilich? Nee, das möchte ich wirklich nicht. Freilich? Warum sag mal, was willst du denn draufbauen? Ja, gar nichts. Kann ich es kaufen oder nicht? Ja, danke. Okay. Also ich habe kein Interesse. Ja, alles klar, dann. Danke, liebe Strafkammer, dass Sie das erlaubt haben. Oh, kein Problem. So, hallo. Hallo, Herr Flüssi. Und zwar wurden vorhin die Kühe von unserem Konto abgebucht. Und da bekommen Ach wir so. Von Ihnen noch das Geld. Ja, das habe ich voll vergessen. Ja. Wären 45 glatt. Ja, überweise ich sofort. Ich habe mich schon gewundert. Ich denke mir, Aber ich dachte, ich habe das... Ne? Ja, ich habe gedacht, habe ich bestimmt nicht mitbekommen oder so. Aber ja, gut. 45. Habe ich überwiesen. Ja. Wunderbar, vielen Dank. Bitte. Ich habe ja einen Anseeauftrag gegeben. Ja. Mal eben gucken, wie die Bodenbeschaffenheit da ist. Nee, das muss nicht gepflügt werden. Ja, wunderbar. Ja doch, wenn wir das abernten, da sind ja Kartoffeln drauf. Die 33... Ja. Da sind Kartoffeln drauf. Hm? Ob Sie die vielleicht auch ernten könnten. Ja, schreibe ich mir auf. Ich verkaufe jetzt noch ein paar Sachen. Ich kaufe jetzt auch nachher die 34 und 45. Wenn die abgeerntet sind auf der 33, 34 und die 45, würde ich ganz gerne Gras drauf machen wollen. Okay. Notiert. Okay. Wenn die abgeerntet sind, müssen die, glaube ich, gepflügt werden. Muss ich nachher gucken, wenn es abgeerntet ist. Ich glaube, das muss dann gepflügt werden. Dann mache ich das eben selber. Ach, scheiße, wo ich gerade hier bin, den Anhänger hinbringen. Ja, okay, alles klar, dankeschön. Jo, bitte. Tschüss. Tschüss. Oh mein Gott, Alter. Du hast bestimmt auch schon mal von der Drololo-Kröte gehört. Ja. Oh nee, Alter. Hast du schon mal ein Tierfunk eingezahlt? Nee. Für die Drololo-Kröte? Nö. Du? Ja, gerade eben. Ich habe angeblich eine Drololo-Kröte überfahren. Absolut nicht mehr im Boden zu fassen, die Kunden da unten. Ohne Scheiß.
absolut nicht in Worte zu fassen. So. Weißt du, was ich vermisse oder was ich wieder cool finden würde? Was denn? Gab es im 17er damals diesen Reinigungsroboter. Den Lely, ne? Ja. Für die Tiere. Lely. Habe ich mir schon so oft gewünscht für True Farming. Moment. Wir sind drüber. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Schaut bei Füße vorbei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.